Vielleicht eine kurze Erklärung noch zu diesem Schiedsgerichtsverfahren. Da werden, also der Fall wird entschieden von drei Personen, die ausgewählt werden von... sondern es gibt internationale Schiedsverfahren, die auch bei der Weltbank angesiedelt sind, die auch nicht ganz so intransparent sind, wie wir es vorhin geschildert haben. Ich denke, dass, wenn ich das doch noch mal kurz ausführen darf, ich denke, dass ein guter Kompromiss, den die Kommission gemacht hat, zum Punkt indirekte Enteignung, was das heißen könnte. Da sagt sie, es ist keine indirekte Enteignung, wenn erstens der Schaden minimal ist, also nicht substanziell, wenn zweitens die Regulierungsmaßnahme im öffentlichen Interesse stattgefunden hat, also zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zum Umweltschutz, wenn die Maßnahme nicht diskriminierend ist, also wenn nicht unterschieden wird zwischen dem inländischen und dem ausländischen Investor und wenn die Maßnahme transparent durchgeführt worden ist. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Kompromisslösung, weil es das stärker greift, als es eben vorher der Fall gewesen ist. Und dann muss er kompensieren. Und das ist, oder ich habe das vorhin nicht genannt, das ist das dritte Konzept, was man eben auch noch schärfen muss. Das ist so die sogenannte Schirmklausel. Zum Beispiel kann man, könnte man festlegen in solchen Verträgen, dass es eben nicht so eine Schirmklausel gibt. Darüber könnte man beispielsweise verhandeln. Wenn es aber die Dame hier vorne nicht bald, Fuchs, das Mikrofon bekommt, mache ich mich strafbar. Herr Fuchs, wenn es kurz geht, gerne. Ja, lassen Sie sich nicht verwirren. Frau Dr. Mildner versucht, die Reformagenda auch der Kommission hier stark zu machen. Und der Bundesregierung passt das nicht. Der passt das nicht. Die will nämlich weiter ganz scharfe Verträge haben, wo das noch nicht mal so reformiert daherkommt, wie Frau Dr. Mildner anregt. Und in dem TTIP wird eine Klausel stehen, für die Insider die meistbegünstigungsklausel. Die wird dann zukünftig Investoren erlauben, vorbei an all dem, was Herr Vollbrecht und Frau Dr. Mildner und uns die Website von DigiTrade sagen, vorbei an diesen Reformen zu nutzen, die schon bestehenden Abkommen, die zum Beispiel Deutschland gemacht hat, zu indirekten Enteignungen. Da kann das ganze Reformgeschehen in Papierkorb und die werden knallhart indirekte Enteignungen geltend machen nach den bilateralen Verträgen, die Deutschland und andere gemacht haben. Mit TTIP verschwindet keiner dieser alten, knallharten, scharfen Bits. Das ist jetzt eine rechtspolitische Argumentation. Wichtiger war es auch für unsere Auseinandersetzung ein anderes Konzept, das die Kommission scheinbar reformiert, in diese neuen Verträge bringt. In den Vertrag mit Kanada, CETA nicht vergessen, und in das TTIP. Nämlich die sogenannte Klausel zur fairen und gerechten Behandlung. Mein Appell auch an uns hier in dem kritischen Feld ist, lassen Sie sich nicht durch Standstill oder bestimmte andere scheinbare Gefahren verwirren. Im Kern der Angriffe von Unternehmen mit diesen Schiedsverfahren liegt oft und am wirksamsten der Mythos, dass das arme Unternehmen nicht fair und gerecht behandelt worden ist. Und wenn das falsch definiert wird, dann bleibt es das Einfallstor für Entschädigungsklagen, für Infragestellung von sogar Gerichtsurteilen und dann wird es richtig, richtig teuer und gefährlich. Aber bei unseren Analysen ist das, was vorgelegt wird, an fair und gerechter Formulierung, wir kriegen es ja nicht richtig zu sehen, aber das, was wir gesteckt bekommen haben und was Sie bald alle im Internet nachlesen können, ist überhaupt nicht wasserdicht, sondern da ist fair und gerecht am Ende doch den drei Herren im Hotel, die als Wirtschafts- und Investitionsrechtsanwälte da definieren, was das ist, übereingestellt.
Und das darf nicht passieren. Diese Gefahr, dass Unternehmen bestimmen dürfen, was fair und gerecht ist, und die machen es nach ihren eigenen Erwartungen, was denn fair und gerechte Behandlung ist, nicht nach euren und unseren Erwartungen, nach ihren Erwartungen. Wenn die der Rahmen ist, in dem zukünftig Regulierung oder ein Atomausstieg oder Fracking vom Moratorium oder andere Dinge ablaufen können, dann sind wir geknüpft und müssen teuer zahlen. Deswegen gilt es, dieses Ding zu verhindern, vor allem die Fair and Equitable Treatment, Recht- und Billigklauseln, so wie die heißt, als Angriff zu sehen, als gefährliche Kugel, mit denen gegen öffentliche Politik geschossen wird. Beim Thema Bundesregierung muss man daran erinnern, dass Frau Merkel der Satz ja nicht so rausgerutscht ist, sondern offensichtlich so ihrem Bewusstseinsstand entspringt, dass die Demokratie mit dem Markt verträglich sein muss. Und deswegen ist es wichtig, bei dieser Debatte immer sich an den alten Satz von Friedrich Engels zu erinnern, the proof of the pudding is in the eating. Und sich klar zu machen, was sind denn bisher für Schiedsverfahren gelaufen? Und da ist es genau Fracking mit Kanada gewesen, die haben ein Moratorium gemacht, das wurde entschädigt, die US-amerikanische Firma. Dann war berühmt noch der Fall von British Tobacco in Australien. Die streiten noch, da geht es noch um die Summe, weil Australien die Zigarettenwerbung so drastisch eingeschränkt hat. Und der dritte Fall ist Vattenfall, nämlich die dritte 13. Atomnovelle, dass die Verlängerung dann gekippt wurde. Die streiten um 3,7 Milliarden. Und der vierte Fall, den habe ich gestern gehört, der ist auch sehr interessant. Ägypten hat einen Mindestlohn eingeführt und damit die Investorenerwartungen bitter enttäuscht. Ein Mikrofon bekommen. Verehrte Damen, nein, bitte die Dame vor Ihnen, die ist schon so lange dran. Sie brauchen, gut, dann bitte.